get no sleep last night, I'm late. But time will tell, yo. Said if you love me, why would you. Mit so Michael Jersen, Jordan? I don't know myself, yo. That one there is a work of art, but cannot fit on. Was geht, Freunde? Willkommen wieder zurück zu einem Format, was schon sehr lange nicht mehr vertreten war auf diesem Kanal, aber unbedingt ein Comeback gebraucht hat. Heute, Freunde, spielen wir wieder 15 Versus. Heute 15 Versus Sophie. Sophie solltet ihr kennen aus ein paar Reactions, aus Streams etc. Sehr, 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 sehr interessant kann das heute werden. Ich habe sehr, sehr verrücktes Line-Up an Jungs da. Also wirklich, da, ich bin selber sehr gespannt, was hier passieren wird, Freunde. Lasst ein Video gerne liken, kommentieren, Abo da, lasst ein Follow auf Instagram da. Und um sowas nicht zu verpassen, Freunde, immer live am Start sein. Ich küsse eure Herzen, Freunde. Passt auf euch auf. Wir gehen rein. Slums up. Let's go. Hi, Sophie. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hi, wie geht's? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Mach dein Ding, was Bruder. Geht's? Gib dir, let's go. Sophie. Wie geht's? Hi. Gut, und dir? Mir geht's auch sehr gut. Ich habe dich gesehen und ich habe direkt gute Laune, verstehst du? Sophie, erste Frage. Ja. Was ist dein Typ? Also, das ist halt schon so. Ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Ey, Chat, wir haben Kabachal hier drin. Medium ugly. Bin ich medium ugly? Also guck mal, das Ding ist halt, das ist nicht nur das Einzige, wonach man geht, ne? Das war einfach so ein Begriff, den ich so geworfen habe. Deswegen, ich habe eigentlich gar keinen Type. Also mich catcht Charakter so richtig, weißt du? Wenn du halt gut Charakter hast, ich kann das nicht. Humorvoll bist, so ironisch, dann... Ich kann das nicht. Safe. Du hast gerade mich beschrieben, aber du weißt es noch nicht. Aber du hast mich beschrieben auf jeden Fall. Ah, okay. Sophie, ich habe direkt einen Spruch für dich. Oh nein! Es gibt so viele Frauen auf der Welt, aber ich will nur dich. Wer hast du denn jetzt genommen? Aus welcher Seite? Das waren die Stimmen. Er denkt, er hat gekocht. Sie haben gesagt, Digga, Sophie wird das feiern. Sag es. Es war ein bisschen schwach, muss ich sagen. Das war jetzt nicht so gut. Du hast nicht die Stimmen wie ich, glaube ich. Aber egal, wir können daran arbeiten. Okay. Und auf jeden Fall alles Gute nachträglich zum Weltfrauentag. Dankeschön. Das ist das Ziel von dir, ja. Süß. Ey, okay. Ist fertig. Sophie, was sagst du? Weiter oder nein? Was sagst du? Du kannst ja 8 Jungs weiterlassen, 8 nicht. So. Ich würde sagen, ich würde erstmal sagen, glaube ich, 8 darf ich ja mal mitnehmen, ne? Also weiterlassen, oh mein Gott, mitnehmen. Kennst du vertrau mir, die anderen sind hässlicher als ich. Also ja. Einige, okay. Vertrau mir. Das mag ich ja, ne? Ja, okay, komm, du bist weiter. Ey, let's go. Ey, ich küsse dein Herz. Kavachal, weiter. Hi, wie geht's dir, Sophie? Hi, jetzt kommt und dir? Jussi. Oh, gut. Hast ein schönes Lächeln, ich kenn's. Dankeschön. Fuck, I'm cooked. Oh, sorry, ich bin ein bisschen schüchtern. Und so. Aus welcher Stadt kommst du, wenn ich fragen darf? Ich komme aus Berlin, und du? Ist er nervös? Ja. Aber ich bin oft in Berlin. Mhm. Warum? Wegen Videos, also ich bin Content Creator. Ich mache so YouTube-Videos. Aber ich habe auch gesehen, du machst auch YouTube-Videos. Sagt einem cooked. Ich habe jetzt erst angefangen, ja. Hast du eine coole Cam, du? Oh no, ich habe eine sehr, sehr wichtige Frage. Von wo hast du dein Cam gekauft? Ich habe 2 Cams. Ich habe eine GoPro. Die kleine, weil ich hab... Er scoutet fürs nächste Video! Black, glaube ich, heißt die. Oh ja, die ist cool. Die ist gut, ja. Du kannst unter Wasser die so mitnehmen. So 10 Meter unter Wasser, alles easy, ist gut. Okay, hast du vor, so wirklich Social Media zu machen oder was? Weil Leute... Ich mache das schon vor lange so, also Instagram, ja? Die anderen Sachen noch nicht so lange, aber macht halt Spaß, weißt du? Kurz reingrätschen, Sophie, wie heißt du auf YouTube? Genauso wie auf Instagram eigentlich. Ist verlinkt, alle mal ein Abo da lassen, weitermachen, Jussi, mein Bester. Ah ja, wir könnten irgendwann mal kollaben, wenn du so Bock hast. Und aber ich habe gehört, dein Type ist so auf den Medium Ugly. Ich glaube, das wirst du sehr oft hören, das mit dem Medium Ugly. Aber ja, ich glaube, das wird erstmal nicht so schnell. Der scoutet einfach. Aber hast du schon mal so einen Schwarzen gedatet? Ich habe ehrlich gesagt noch nicht viel gedatet, deswegen. Ah, okay, wie viele Beziehungen? Allgemein nicht so viel. Okay, wie viele hattest du bis jetzt? Ich hatte 2 Boyfriends, also. So. Okay. Also ich hatte bis jetzt eine Beziehung, relativ lange, 5 Jahre waren wir da zusammen. Oha. Ach krass, okay. Wie alt warst du da so circa? Seitdem 16 war, ja. 16, okay, krass. Crazy. Fünf Jahre ist schon viel so für das Alter. Ja, ist viel, also ich bin ein Beziehungsmensch. Ey, Chat, reingrätschen! Wir könnten irgendwann mal Collab machen auf jeden Fall, weil ich bin auch, wie ich schon gesagt habe, Content Creator. Nicht nur Content Creator, und auch Scout, mein Bruder Jussi, ey. Guter Job heute. Ey, was, yo! Ey. Sorry, Bro. I'm sorry, bro. Ey, Sophie, du kannst entscheiden, was sagst du, ja oder nein, oder was sagst du so, in welche Richtung ist es mehr so für dich? Ich fand ihn jetzt voll lieb und so. Es war jetzt gerade einfach nicht so viel von ihm, was ich so mitbekomme. Er hat so ein bisschen so gefragt, weißt du? Deswegen, ich muss leider Nein sagen. Es tut mir so leid. Jussi, Reputation bisschen so gekratzt, aber du kommst stärker zurück, mein Bruder. Oh mein Gott. Daniel, so wie du. Hallo. Guten Abend. Mein Name ist Daniel, aber du kannst mich auch Tato nennen. Ich bin 22. Ja, wie geht's? Wie steht's? Gut, krass. Krasses Setup, was du da vorbereitet hast. Ja. Soll ich dir auch was einschenken?
Der Typ ist einer zu viel für mich, Chat. Das ist zu viel, Bruder. Splish. Was ist Splish? Ganz krasses Zeug. Was ist das? Ganz, ja. Ist das so diese... Dankeschön. Ist das diese Freeway von Penny oder so? Ey, voll süß. Was hast du gemacht? Ja, ich hab für besondere Damen besondere Anlässe, würde ich sagen. Ah, okay. Ist, so, ziehst du das immer so an beim ersten Date so? Nee, nur für dich. Ach so, aber ich sehe dein Gesicht nicht so gut. Ne? Ich genau kann das nicht mehr. Nein, Chat, ich glaube, er wird jetzt richtig mit seinem Gesicht so reingehen. Hallo? Hi. Und bin ich medium ugly? Boah, ich weiß nicht. Das ist so böse zu sagen irgendwie. Ich weiß nicht, ich sag da nicht gern ja oder nein. Ja, bei mir hast du ganz confident ja gesagt. Mach weiter, komm. So, du heißt Daniel, genau, stimmt. Ich bin 22. Ich studiere E-Sports Management. Was? Okay. Bin auch nebenbei Imker. Was? Imker macht. Ja, ich mach Honig. Ich hab noch so einen geilen Suit an. Tato, kannst du dir mal Honig ums Maul schmieren und mal so einen Spruch raushauen? Hast du einen Spruch parat? Ja, ja, ich mache zwar Honig, aber der ist nicht so... Honig süß wie du. Okay, krass. Ey, Game Chat. Wenn du mich an einen Ort hinbringen könntest, außerhalb von Deutschland, wo würdest du mich hinbringen? Sie sagt Australien. Boah, wo gibt's die meisten Bienen? ich weiß nicht, wo willst du hin? Wo immer du hin willst. Oh, so tropisches? Ey, ich cutte hier. So, cutte kennst hier. Du da einen geilen Ort? Tato, ich cutte. Sophie, kannst du jetzt sagen, sagst du, Tato hat dich überzeugt, ja oder nein? Kannst du einfach jetzt ja oder nein? Eine Sache noch, wenn ich in die nächste Runde komme, dann zeige ich dir, was hier unter dem Teller ist. Ey, der hat das so clever, ich wollte es die ganze Zeit schon wissen, Mann. Ja, okay, weiter. Echt? Tato! Tato! Hallo, ja, das muss ja auch gut aussehen für das Date. Macht der clever. Wie geht's? Gut, und dir? Nein, wie es dir geht. Ja, gut, sehr gut. Nein, du sollst nicht sagen, wie du aussiehst, sondern wie es dir geht. Ach. Ja, nein, ich war... ich weiß gar nicht, ob ich bin, aber ich will erstmal, bevor wir kurz reden, es gehört sich dazu, eine Frau hat auch was verdient, ne? Ich habe den kleinen Blumenstrauß mitgebracht, da war ich extra heute noch kaufen. Er hat ich behindert aus Wohnzimmer. Mal hinten, soll auch gar nicht irgendwie was beeinflussen. Er hat behindert aus Wohnzimmer genommen. Nee. Das Wichtigste habe ich gefragt, wie es dir geht. Ich will dir auch gar nicht jetzt irgendwie so eine Scheiße labern, weil mich interessiert eine Sache an dir, weil ich finde, das macht so einer Person viel aus. Und zwar, findest du dich ungeschminkt hübscher oder geschminkt? Boah, ich finde, Schminke gibt einem viel Confidence. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich mag das auch einfach, mich so fertig zu machen in Ruhe, so Musik zu hören, weißt du, so. Ja, aber, ich kenn's nicht leider, aber... Ja, okay. Wäre jetzt auch, weiß nicht, wäre jetzt nicht so, wenn du es auch so fühlst. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde im Sommer ungeschminkt gut, im Winter mag ich es nicht so, weißt du. Wenn man so braun ist, dann schminke ich mich eh weniger, weil ich dann auch so warm, weißt du. Also fühlst du dich auch ungeschminkt wohl? Ja, safe. Okay, ja, nee, weil das ist übertrieben wichtig bei einer Frau, weil es vielleicht... Ja, er macht das. Wenn man früh aufwacht und die Frau anders aussieht oder die sich nur schminken muss und nicht rausgehen kann, einfach mal so zum Einkaufen mit dir oder so, das ist halt nervig dann, ne? Hattest du sowas mal oder wie? Oder warum geht das so? Nee, also ich halte mich von sowas fern dann halt eher, weil ich finde, das ist schon so ein Thema. Ich will halt auch eine Frau haben, die real ist, weißt du? Er tryhardet, Chad, er tryhardet. Die, keine Ahnung, sich nichts traut oder so und unzufrieden ist. Linus, bist du schon mal fremdgegangen? Weil wenn sie unzufrieden... Ich? Ja. Nee, ich leider, also leider. Leider ist crazy. Nee, also ich habe dafür mit Erfahrung gemacht. Leider ist crazy. Aber ist ein anderes Thema. Leider ist verrückt. Bruder, warum sagst du mich doch zu der ersten Kennenlernen als die erste Sekunde? Bruder, dann kannst du sie ja fragen nach ihrer Meinung, ob sie schon mal betrogen wurde, ob sie, weißt du so. Ich glaube, ich brauche sie ja nicht nach einer Meinung fragen, weil Fremdgehen ist halt ein Tabuthema so, oder? Nicht immer, Chat, guck mal, das ist definitiv. Gibt es viele Sachen, wo es anfängt. Ich glaube, Verheimlichen ist ein großes Thema. Also allein so, wenn man mit jemand anderen schreibt oder sich trifft. Ja. Fuck, jetzt haben wir überhaupt nichts über uns geredet, ne? Ich heiße übrigens Linus. Linus, ja, wie alt bist du? Woher kommst du? 20. Ich komme aus Dresden. Ist gar nicht so weit von Berlin. Du kommst aus Berlin, ne? Ja. Ja, ist, glaube ich, 2 Stunden oder so. Baba. 20? Ja. Wie alt bist du? 21. Okay. Ist es jetzt ein Problem, wenn man jünger ist? Wann hast du Geburtstag? Ich hatte letztens vor ein paar Tagen. Wann hattest du? Gute nachträglich, Linus, mein Bestes. Am 1. März. Oh. Okay, alles Gute nachträglich auch von mir. Wann hast du Geburtstag? Am 27. Februar, auch vor kurzem. Ja, okay, schreibe ich mir direkt den Kalender. Könnt euch beide einen Kuchen schenken. Was sagst du, Sophie? Sagst du, das reicht? Sagst du, das war so, war cool, war entspannt, war mehr so dieses so, ja, aber ne, so musst du... Ja oder nein, was sagst du? Ja, ich sage, ja, okay, komm weiter. Oh, Linus, clever! Ist die richtige Entscheidung, vertrau mir. Linus. Ganz kurz, ich brauche noch eine Millisekunde. Ey, kannst auch 2 Sekunden haben, am besten. Der macht jetzt Kerzen an, holt Blumen, verteilt Rosen, genau. Ja, das wäre noch wenig.
Wenn du wüsstest, Sophie, was ich heute für dich... Bruder, ich hab ganz Twitch Underground hochgeholt, aber Bruder, hier, Ding in das Ding. Mir. Ich bin Mali, 25, auch aus Berlin. Deswegen crazy. Deswegen die erste Frage wäre, woher aus Berlin kommst du? Boah, will ich eigentlich ungern leaken, so. Ja. Ich wohne ein bisschen außerhalb, sage ich mal. Ich wohne jetzt nicht zentral. Wo wohnst du denn? Ich wohne in Kreuzberg. Boah! Ah, okay. Das ist aber ich hab mir schon gedacht, weil du siehst, nimm es wirklich als Kompliment, du siehst sehr reich aus. Also, er hat Loki recht. Aus, er hat aber Loki recht. So. Er hat aber, Sophia hat ein bisschen recht, weil ich habe auch so bei dir so, kennst du das, wenn du so bei jemandem Besuch warst und der hat so eine Treppe, die nach oben führt, so, da weißt du, reich und so. Aber so positiv, das ist nichts Schlechtes, sehr positiv. Yes. Bruder, er hat mies recht, ne? Ich würde wünschen, mir würden sagen, Leute sagen, bei mir sieht's reich aus, aber ich schlafe immer noch in diese Ikea-Prinzessin-Bett. Deswegen, also, da bin ja, ich auch süß. Sympathisch. Auf jeden Fall, was ich zu mir noch sagen wollte, ich bin Streamer und nebenbei bin ich Stripper. Ha! Jetzt im Ernst. Auf Ernst, weil so, du weißt selber, Berlin ist teuer und so. Ist mir auch eigentlich ein bisschen unangenehm, aber ich kann es richtig gut und ich habe auch für dich eine Choreografie vorbereitet. Eine Twitch-konforme Choreografie, wirklich nur für dich. What the fuck? Okay. Wer steht da neben dir? What the fuck? Was passiert hier? Aber erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was machst du gerne so am schönen Wochenende, wenn du Spaß haben willst mit deinen Freunden? Spaß. Boah, ich mag es eigentlich einfach so mit Freunden sich zu treffen oder halt irgendwie Gym oder so spazieren. Ich mag spazieren gehen sehr gerne, muss ich sagen. Ich gehe viel so laufen und so. Hast du ein Haus hier? Hast du einen Hund oder so, mit dem du Ich hab einen Hund. Wie heißt der? Der heißt Paulchen. Ich konnte ihn nicht mehr umbenennen. Wir haben den geholt und der hieß schon so. Und dann konnte ich es nicht übers Herz bringen, den so anders zu nennen. Weißt du, weil der sich schon so einen Namen gewöhnt hat. Der hatte keinen Token mehr, Bruder. Und dann weißt du, ja, das kannst du jetzt nicht machen. Bei PS Plus, die muss 5 Euro zahlen, Bruder, geht nicht. Muss ich sagen, aber der sagt sehr abgefuckter Name. Warum abgefuckter Name? Keine Ahnung, ich laber gerade irgendwas, ich bin unter meiner Brust, deswegen nimm's mir nicht übel. Sehr abgefuckter Name. Aber vertrau mir, wenn du mich weiterlässt, ich brauche nur eine Chance, ich werde dich nicht enttäuschen. Also ich sag, ich will für diese Berlin-Connection, für diese Berliner. Berliner müssen doch zusammenhalten. Ich will diese Performance sehen irgendwie. Hast du was vorbereitet, Mali? Ich hab was vorbereitet, okay. Sowas hat noch nie irgendjemand vorbereitet. Mann, jetzt haben die mich aber auch, ey. Ich grätsch direkt rein, was sagst du, Sophie? Ja, ich würde mich freuen, wenn du mir das privat schicken würdest. Komm mal. Nein. Ey, niemals kickst du mich jetzt. Warte mal, Sophie, willst du ihn kicken oder würdest du sagen, die Performance könnte ihn retten? Die Performance, glaube ich, kann ihn nicht retten, sorry. Ey, Bruder, man muss einfach ein langweiliger Mensch sein. Das ist jetzt mal dasselbe. Alter, ist das krank. Ja, na gut. Bin ich raus. Ey, Sophie, du bist unnormal dry. Sorry. Ey, Mali, ach komm, Mann. Ja, Mann. Erstmal, hallo, mein Name ist Ilias. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Leipzig. Und ich mache Streaming. Ich mache ein bisschen Musik. Ey, ich hab hier ein Line-Up zusammengetrommelt. Ich weiß, Sophie, aber mehr weiß ich nicht. Was machst du für Musik? So Rap, ja. Hip-Hop, Rap. Rappst? Ja, Mann. Willst du mal was zeigen? Ja, gut, Sophie. Also, Content. Gerne, aber ich bin bei Rap La Rue. Ich weiß nicht, kennst du Summer Jam? Ja. Ja, ich bin bei Summer Jam gesigned. Bei dem hört man mich auch manchmal. So. Ja, Mann. Warum? Ich habe eine Ausbildung angefangen, die habe abgebrochen, ich fange nächsten Monat an zu studieren. Mhm. Und sonst arbeite ich so auf Konzerten und so. Okay. Ey, Chad, soll ich Jam anrufen? Woher kommst du? Ich komme aus Berlin, also nicht so weit. Soll ich Jam anrufen? Ja, das ist stramm, ja. Wie alt bist du? Ich bin 21 und du? Ich bin auch 21, ja. Wann hast du Geburtstag? Ich hatte am 27.02. und du? Achso, ich habe bis bald Geburtstag, ja, im Juni. Was würdest du sagen, was so dein Typ ist? Das wäre sehr viel Fitner, ne? Ich habe niemand anders gefragt davor, aber ich würde sagen, ich habe kein Type jetzt so speziell. Was dein Type? Mein Typ ist auf jeden Fall gebildet und reif halt einfach, ja. Also, ja, Mann. Ja. Hast du jetzt Charaktereigenschaften so beschrieben oder sonst? Vom Aussehen meinst du? Ja, vom Aussehen, ich mag so hübsche Mädchen, ja, eher als so hässliche. Also nicht, ja, okay. Ja, Mann. Ilias, du hast gesagt, du bist bei Jam gesigned. Naja. Soll ich ihn mal anrufen? Ich kann ihn mal anrufen. Ich wollte ihn mal fragen, ob Ding wann nächstes. Ja, ich kann ihn auch anrufen, ne, auf den, aber also. Willst du oder soll ich, wie du willst? Also, mach du von mir aus, ja, weil ich wollte jetzt nicht so angeben auf den, weißt du, okay, aber warte, Ich ruf ihn kurz an, ich frag ihn mal kurz. Easy. Oh, salam alaikum, Gemma, was ist denn, wie geht's? Alles gut, Bruder, bei dir? Auch, Bruder, danke schön. Ich bin gerade live, Bruder, und wir gucken uns hier so ein paar Rapper an. Und ich will direkt ein Gerücht aus der Welt schaffen, Bruder. Yeah. Also, ist ein Ilias bei dir gesigned, Bruder? Ilias? Ja, nein, Ilias, mit I, nicht E. Nein, der nennt schon... Mit I, Bruder, ja. Okay, wie sieht der aus? So ein bisschen Ding, der hat so ein bisschen, wie soll ich sagen, der hat so einen kurzen Bart, so unten und so Schnurrbart, Bruder. So Locken. Nein, sag Mosambel, ich meine, Kislam ist Mosambel. Ah, genau, okay. Ich glaube nicht, Bruder, oder er weiß mehr. Nein, der macht du musst ja sagen, Bruder, so ganz wichtig. Wir haben so ein gutes Verhältnis, checkst du? Doch, der ist. Der Ilias, ne, wann droppt der? Der,
Er droppt, ich glaube, nächsten Freitag, oder? Baba, nächsten Freitag. Bin ich gehypt, Bruder. Bin ja, Mann. Ja, easy. Ey, Bruder, wir sehen uns eh demnächst wieder im Studio. Ich check dann Ilias ab, Bruder. Ja, Mann. Sag mal Hallo von mir, ne? Easy. Ey, Grüße von Ilias, mein Bruder. Ich küsse dein Herz. Alles klar. Ja, Mann. Jamal, pass auf dich auf, mein Bruder. Bleib gesund. Ja, easy. Ja, Mann. Easy. Ich wollte nur, dass du auch weißt, Sophie, der fake nicht, dass du auch diese bisschen Realness-Check hast. Okay, Sophie, ja, was sagst du? Ich muss leider sagen, nicht weiter. Alles für nix. Alles für nix. Hey, was geht? Was geht? Ist meine Kamera an? Ja, man sieht dich. Jetzt wird gedrückt! Wie geht's dir, Sophie? Gut. Und dir? Auch sehr gut. War Kinder Geburtstag oder warum sind da so süße Ballons? Das habe ich für dich extra gemacht, das sind Herzen. Er zeigt jetzt, wie man im Stream also, drücken kann. Ich habe auch Geschenk für dich. Rosen habe ich dem auch mitgebracht. Rosen? Also, mit Anzug? Ja. Also, ich wollte schon sagen, du siehst einfach heute mega hübsch aus. Wow. Ich habe auch deine Videos angeguckt. Ich glaube, wir passen wirklich beide sehr gut zusammen. Also, Kennenlernphase, verstehst du? Wir können uns besser kennenlernen, weil ich habe gesehen, du liebst es zu reisen und so. Ich liebe es auch zu reisen. Ich war schon mal in Dubai. Ja. Ja, wie war es da? Ich war auch dort. Ich finde Dubai ich nicht so geil, muss ich sagen. Nee. Bei mir, ich fand es schon gut, aber ich habe gesehen, du warst auch zu einem letztens, ich weiß nicht, wie dieser Ort heißt, irgendwas mit Rain oder so. Ich weiß nicht, wo du mit deiner Freundin warst. Tschüss, hat mies gestalkt. Australien, Woodstown. Ja, genau. Da wollte ich auch schon mal hin. Wie ist es dort? Ist auch gut, ne? Das ist richtig krass. Das ist wirklich richtig schön. Also. Davidson, Bruder, wie kann man in Australien drücken, Bruder? Boah, ich weiß nicht, was er meint. Ich mach sowas nicht. Also, ich check nicht, wovon er redet. Ich hab, meine ganzen Kommentare waren voll damit, ne? Mit also, was? So irgendwas drücken oder so. Drücken? Ich dachte erst in meinem Arm, ne? Ich dachte, okay, ja. Nein, das ist ja umarmt, doch. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Ich weiß gar nicht, was drücken bedeutet. Davidson, erzähl erstmal, Bruder, was machst du so privat? So, das würde mich auch mal interessieren, Bruder. Ich bin ein Boxer, MMA. Also, wenn irgendwas ist, ich könnte dich immer beschützen. Ich bin bei Octagon. Kennst du Octagon gesigned? Octagon. Ich hab da ja nicht so Ahnung von, nee. Kennst du so UFC? Ja, ja, safe. Also, es gibt UFC und dann gibt's Octagon. Und ich bin bei Octagon, verstehst du? Also, ich kämpfe schon mein halbes Leben lang und so. Und ich trainiere halt die ganze Zeit, verstehst du? Ja. Der Drücker! Aber für dich, ich würde auch öfters mit dir irgendwas hinmachen, irgendwie reisen oder so. Unser erstes Date, ich weiß schon, was wir machen könnten. Ich habe gesehen, als du da warst bei deinem Urlaub, konntest du keinen Fallschirm springen oder war das irgendwie sowas? Ja, genau. Ey, also, geguckt, krass. Er hat Mist, Bruder! Also, ich habe gesehen. Er hat so recherchiert, Bruder! Ich habe mich informiert und du siehst halt jetzt viel besser aus als da. Aber, aber was soll ich sagen? Unser erstes Date würde ich auf jeden Fall falsch umspringen. Wärst du dabei? Ich hätte erkennt ihre Sozialversicherungsnummer. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe das halt mit einer Freundin geplant. Mhm. Und sie hat mich eigentlich überredet. Ich mache sowas nicht, weißt du? Ich bin richtig, was so Höhen angeht. Mhm. Ich bin ein richtiger Schisser. Ja. Aber es ist an sich eine coole Idee, safe, doch. Also ich würde so machen, wir könnten auch zu viert gehen. Ich bringe einen Freund von mir mit. Dann können wir mit deiner Freundin auch gehen, verstehst du? Damit deine Freundin dich unterstützt und so. Und danach, wenn alles gut läuft, könnten wir so ein Eis essen. Mein Lieblings-Eis ist Joghurt. Kurz Eis. Oh, Junge. Du hast gut Recherche betrieben, ne? Ey, Bruder, das ist ihr Lieblings-Eis? Ich informiere mich. Ja, Bruder, nicht, dass du jetzt der weiß doch, glaube ich, sagen, der weiß auch, glaub ich, wann die schlafen nein, gegangen vertrau ist. Nein, vertrau mir niemals. Was, der weiß? Niemals. Ich will sowas niemals. Okay, Sophie, okay. Was sagst du? Was sagst du, Davidson? Macht ein paar Schlange, was sagst du? Also, er hat sich auf jeden Fall informiert, was ich so an sich ganz cool finde, so, muss ich sagen. Und auch jetzt das Gespräch war eigentlich so ganz sympathisch. Ich fand auch das erste Date und so, dieses mit direkt sowas Mutiges und sowas Interessantes, deswegen. Davidson, yes. Mein Bruder. Danke. Sehr stark, Bruder. Ey, Davidson, wir sehen uns in der nächsten Runde, mein Bruder, ja? Hi, ich habe direkt mal eine Frage zum Anfang. Bist du ein Kürbis an Halloween? Weil ich mache was Heißes in dich rein und bring deine Löcher zum Glühen. Nein, okay. So, ich wollte kurz ein bisschen das Eis brechen, so ganz kurz so zu meiner Person. Also, Charlottenburg, also so warum bei der Kantstraße und bei der Oper in der Nähe. Er kommt nicht aus Berlin. Ein duales Studium zum Tontechniker, also auch da in der Oper dann. Er hat nebenbei Google offen und hat gerade Charlottenburg gegoogelt, was da gibt, ne? Ja. Crazy. Wie sieht's bei dir so aus? Bist du so Musik interessiert so? Ja, safe. Also ich höre schon sehr viel Musik auf jeden Fall. Magst du auch so klassische Musik? So, das ist ja relativ ungewöhnlich so in der so aktuellen Generation. Ehrlich gesagt nicht wirklich so. Da bin ich nicht so drin. Ich höre so viel House, aber oder so Rap und Ami-Rap und so, aber nicht viel, ne? Ich verstehe. Nicht so viel. Ja. Das ist auch so cool. So. Ich habe heute, das würde ich dir in der nächsten Runde zeigen, so einen Song für dich sogar vorbereitet. Ein Song? Genau. Den zeige ich dann auch diesmal so, nicht so wie der andere. Fuck. Und ich bin auch jemand, mit dem man was Neues so immer so erleben kann. Deswegen so würde ich dir so mit dir so die Oper so an die Hand geben ein bisschen. Ja. Okay, Sophie, was sagst du? Klassisch. Wie ist der Vibe? Ich bin jetzt neugierig wegen dem Song, ne? Irgendwie. Ich aber auch, so ein bisschen. Der ist gut. Ja, okay, komm weiter. Let's go, let's go!
Let's go, Noah. Ich hab so Bock auf diesen Song, ich hab so gehofft, dass du ja sagst, ne? Also, hallo Sophie. So nervös. Also werd 22, wie sagt man das, 29.07. Nicht nervös! 22 Jahre alt. Ich habe mir auch noch ein paar Infos aufgeschrieben, weil man kann sich nicht alles merken, was du den anderen Leuten schon alles erzählt hast. Auf jeden Fall, ich habe gehört, du magst Reisen sehr. Ich habe ja gesehen, du warst in Australien, in Mallorca, in New York und so. Und ich wollte dich mal fragen, was dich am besten gefallen hat von deinen ganzen Reisenzielen. Boah, ich glaube New York sag ich schon. Ich glaube Australien, sorry. Australien, wie lange warst du da? Ich war jetzt zwei Monate da, so 4 Monate insgesamt. Ich habe da Familie, deswegen. Entspannt. Und was arbeitest du? Ich arbeite halt bei Events und Konzerten und so. Ach und so, halt sonst Social Media und Studium im nächsten Monat, genau. Und du? Cool. Ich mache den Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Also ich tue Kunststoff herstellen, mache nebenbei noch so TikTok und dann habe ich, also unterstütze ich dazu nicht auch Daniel, habe mir natürlich auch ganz viel von Divur gekauft. Stark, Habibi, so muss das aussehen. Gut so. Habe natürlich ganz viel von ihm gekauft. Und gib ihm auch so ein paar so. Tipps, wie er seine Sachen so ändern kann. Also ich helfe ihm auch so ein bisschen, wir machen das so ein bisschen zusammen. Ey, die hilft er mir. Ja, genau. Er hilft mir behindert nicht. So, was ich so gerne aber sage. Ehrlich gepackt, alles gut. Ich habe gehört, das, was mir wichtig ist, eine Frage habe ich, rauchst du? Nein. Oh mein Gott, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und die zweite Frage war, du hast 2 Beziehungen, die ich aufgeschrieben habe. Ja. Aufschreiben ist crazy. Und, Bruder, wie er gezittert hat, das Blatt. Deine Beziehungen geendet sind und wie lange gingen die Beziehungen? Ganz kurz, zeig mal nochmal kurz das Blatt in die Kamera, Kevin. Komm, jetzt das ist voll süß, oder? Das ist einfach ganz so viele Sachen aufgeschrieben. Medium. Crazy. Also meine erste Beziehung ging so 3 Jahre und die aber ist nicht so das, was gegangen, ist schlimm, weil, boah, einfach viel passiert, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die zweite Beziehung, das war so on-off irgendwie so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie lange das im Endeffekt ging. Ich glaube, vielleicht so on-off 2 Jahre, auch 1,5 ungefähr. Ja, das war auch wieder so von meiner Seite, also von beide Male war von mir aus so. Mhm. Okay. Aber auch nicht unbegründet, so sage ich jetzt einfach mal. Ihr habt das schon gut kennengelernt. Ich muss schon direkt cutten, ich muss fragen direkt, Sophie, was sagst du? Vom Eindruck, so ist der erste Eindruck immer der erste. Ja, er hat sich Notizen gemacht, das fand ich ganz süß. Er hat sich so ein paar Sachen überlegt. Ja, doch. Yes, Digga! Oh mein Gott, extra freigenommen für diesen Tag, Digga. Extra freigenommen, wie eine Eins. Freinehmen ist crazy. Nächste Runde. Wir sehen uns, ich Kevin. Ich hab meinen Stuhl kaputt gemacht. Hi, mein Name ist Farid. Wie heißt du? Sophie, ne? Ja, macht Sinn, Sophie. Wie alt bist du? 21. Ich bin auch 21 Jahre alt. Ich werde im April. Ey, Bruder! Am 1. April tatsächlich. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz, hä? Wirklich. Und, ja, wie groß bist du eigentlich? Bruder, wie du bist! Ich bin 1,77. 1,77? Ja, ich bin groß. Was könntest du vielleicht kurz aufstehen? Bruder, was ist das für eine dumme Rede? Also, ich will's vielleicht so sehen, so. Na, nein, das ist nicht dieser Weg, so. Na, egal. Okay, das ist ja, weißt du was? Ja, ich check schon, was du meinst. Okay. Ja, ich bin 1,84 tatsächlich. Mhm. Ja, was hörst du für Musik? Ich höre Ami, ich höre Deutschrap, ich höre so. Bruder, Haus. Was ist los, Farid? Haus, okay. Der hat das letzte Lied gewonnen. Was hörst du so von den Amis, so? Vielleicht, keine Ahnung, so eine Top 3? Ja, Kanye, Travis, Drake. Irgendwie so. Okay. Was ich noch fragen wollte, was ist so dein Typ? Bist du so eher so Leute mit Bart oder bist du eher so ganz andere Richtung? Eigentlich tatsächlich egal. Also es ist, finde ich, ich habe jetzt keinen Type so. Also die ist einfach egal, einfach Charakter zählt, so sagst du. Genau, nur der Charakter. Okay. Und was ist so wichtig, also keine Ahnung, was ist so für dich so eine richtige Red Flag, was du sagst, so ey, das geht gar nicht mit Typen und so. Wenn der so unhöflich ist, also wenn der so keine Manieren hat, das ist für mich eine Red Flag. Was machst du beruflich gerade? Ich weiß nicht, ob ich richtig zugehört habe, aber du studierst gerade, ne? Ja, nächsten Monat und sonst auf Events und genau. Was studierst du nochmal? Marketing Management. Ich mache tatsächlich wirklich auch eine Ausbildung im Marketingbereich. Also ich mache jetzt gerade Abitur und dann vielleicht studieren, einmal gucken. Und ich zeichne auch gerne. Ich kann dich auch zeichnen. Für die nächste Runde kann ich dich gerne zeichnen, wenn du möchtest. Also ich zeichne echt sehr gerne. Zeig mal, was du schon gezeichnet hast. Oh, wie clever! Ich habe hier mein Tablet liegen. Sophie ist so clever. Habe. Ey, so clever, oh mein Gott. Sophie hat ihn im Schwitzkasten. Sie hat ihn im Schwitzkasten-Chat. Ich habe dich schon ein bisschen so angefangen so zu zeichnen, so, aber ist nicht so ganz gut. Willst du das jetzt schon sehen, oder? Ja, oder warte, ich zeige ja, was ich schon gezeichnet habe, warte. Ich habe ein bisschen Angst irgendwie, ne? Zeig sie einfach am besten, Bruder, besser ist. Was ist? Aber ich zeichne auch gern, ja. Kannst ja sie zeigen, wenn du schon willst, Bruder. Ja, okay, ich habe ein bisschen angefangen, so eine Skizze. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, so, aber so. Oha! Fuck? Ja, das ist jetzt so der Anfang, so das erste oder der Anfang. Ich könnte aber dann in der nächsten Runde vielleicht ein bisschen mehr so zeichnen, wenn du willst. So. Aber wow, ja. Nicht mal kacken. Ah, cool. Voll cool. Ich finde es voll nice. So hat alles gezeichnet, der Dreck. Ja, es beruhigt auch einen. Das ist so, keine Ahnung, so entspannt einfach einen. Okay. Ey, voll cool. Sophie, was sagst du? Weiter, ja, nein? Ja, hat einen sympathischen Eindruck gemacht. Würde ich tatsächlich weiterlassen. Das ist crazy. Mhm. Okay. Hallo. Kanallegende-Chat. Hey, Kanallegende. Ja, hi, mein Name ist Musa. Musa ist Kanallegende. Und ich hab gehört, du bist 21 Jahre alt, richtig? Ja. Vor mir hier so richtig starten. Ich glaube, keiner hat dich gefragt, wie es dir geht. Also, wie geht's dir? Crazy, diese? Mir geht's sehr gut. Und dir? Ja, jetzt geht's mir besser. Also, ich bin nicht mehr so nervös. Am Anfang, bevor ich reinkomme, war ich schon ein bisschen nervös. So, da wurde ich voll rausgekickt. Ja, ich war nervös. Aber jetzt geht's. Ich
weiß nicht, ich meine, du siehst gut aus, so viele Zuschauer, 3000, ich war schon ein bisschen nervös. Aber Ding, ich muss ehrlich sagen, du hast eine schöne Ausstrahlung. Ist das Motion Chat? Dankeschön. Muss ich ehrlich geben. Siehst auch wunderschön aus. Dankeschön. Bitte, bitte. Aber ich habe eine Frage an dich. Ja, klar. So, wer ist dein Lieblingsmensch? Mein Lieblingsmensch? Ja. Boah, das ist voll die süße Frage. Ich weiß gar nicht. Ich finde so meine Eltern halt natürlich und so meine zwei besten Freundinnen sind so meine Lieblingsmenschen auf jeden Fall. Ja, bei mir würde ich eher sagen, ja, so meine Eltern. Mhm. Aber wenn dann München entscheiden müsste, dann eher meine Mutter und mein Großvater. Aber ey, Mutter macht so das schon erst zu schlau, also Bruder, ja. Vor kurzem erst mein Abi gemacht so und hab dann geguckt, so was ich machen will und hab dann ein paar Praktikas gemacht in Immobilienbereich. Er macht das, Rick, mach. Und ich glaube, ich will so diese Schiene gehen. So. Er ist so clever, Bruder. Musa, Junge. Musa ist Legende hier. Das Geld dabei. Also, man macht es ja nicht nur wegen dem Geld, aber ich meine, man muss ja auch zukunftsorientiert denken. Es hat schon was für die Zukunft. Okay, und nebenbei spiele ich auch Fußball. Ich muss direkt wieder weitermachen, Bruder. Ja, ey, Musa, super Style, mein Bruder. Sieht halt wieder, der ist Kanallegende bei mir. Was sagst du, Sophie? Danach hast du noch einen, so, also wie du willst. Einen darf ich nur weiterlassen. Ja. Guck mal, du kannst, warte, ich will es auch ein bisschen Spannung drin halten. Das heißt, ich werde jetzt erstmal, Musa, du mach, also ich lasse ihn hier erstmal drin und hol aber schon mal den nächsten rein und dann kannst du dich entscheiden zwischen den letzten zwei, weil sonst ja die Spannung raus. Ja, ganz klar. Auf den ist okay. Dann bis gleich. Also hi, erstmal sorry für die Verspätung. Ich bin gerade hier vom Flughafen gekommen, dass du, also, so dass du auch siehst, hier direkt in meine Wohnung rein, damit ich hier heute dabei sein kann. Erstmal, wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Ja, auch gut. Woher kommst du? Wie alt bist du? Aus Berlin, ich bin 21. Okay, 21 aus Berlin. Und was machst du so im Leben, wenn ich fragen darf? Erstmal straight up. Muss das jedes Mal sagen, ich glaube, die alle sind schon abgefuckt. Jetzt ohne Witz, es tut mir leid, ich komme wirklich gerade von, weißt du, deswegen. Alles gut. Ich arbeite auf Events und außerdem fange ich nächsten Monat an zu studieren. Okay. Auf Social Media. Und du? Ich mache mehrere Sachen. Ich mache Social Media, spiele auch Fußball und ich weiß nicht, bei einer Bank bin ich IT-Manager auch. Also ich bin auch 25, ne? Dass du da auch gleich Bescheid weißt. Verdammt! Wenn du willst, ich sag nur mal kurz, warum ich weg war. Ich war vom Freitag bis heute war ich mit meiner Mutter in Wien, weil ja internationaler Frauentag war am Freitag. Und da habe ich ihr gesagt, so komm, machen wir so einen Mutter-Sohn-Trip, so mäßig, mehr oder weniger. Echt? Und dann bin ich mit dir nach Wien gegangen. Er war wirklich schon in Wien. Deswegen, da habe ich gesehen gehabt, Daniel macht einen 50 und da habe ich nicht gesehen, habe ich mir gedacht, ich muss da sein. Deswegen bin ich hier gerade so in Eile. Das tut mir auch leid, dass ich hier diesen Tracksuit jetzt anhabe, aber es muss so comfy so mäßig sein, weißt du, im Flieger. Ja, ja, safe. Reist du gerne? Ja, ich mag reisen sehr gerne. Ja, was war dein letztes Reiseziel? Mein letztes Reiseziel war Australien. Ich hatte jetzt gleich Australien? Ja. Jeder geht nach Australien und schreibt. Ist es wirklich so krass? Mit Tieren meinst du oder meinst du allgemein? Allgemein so das Land so. Schön, doch. Also ich habe halt Familie da, deswegen ich bin jetzt nicht irgendwie, weil ich da so Work and Travel oder so gemacht habe. Mhm. Ich war halt einfach wirklich nur bei meiner Fam und bin halt selber so alleine ein bisschen gereist. Okay. Und ich finde es sehr, sehr schön. Also ich mag Australien sehr gerne. Okay, was bist du für eine Familie? Also ich bin Polen. Polen, okay. Okay, das wusste ich selber nicht, dachte sogar ganz deutsch. Okay, Sophie, du kannst entscheiden, Leroy oder Musa, du hast ja die Jungs. Musa, du kannst mal deine Kamera machen, dann hast du die Dinge, einer von den zwei. Aber ja, ich habe bei Australien, denk da immer so an Insekten, Spinnen und so, ich habe da immer voll Angst. Hallo. Okay, was sagst du, wer von den zwei kommt weiter für dich? Boah, voll schwierig. Er ist unten voll der Sonnenschein, ne? Du musst entscheiden. Ist halt am Grinsen. Ich glaube, vom Gesprächsthema jetzt gerade her war das ein bisschen cooler bei Leroy. Ich darf halt nur einen weiterlassen, ne? Das ist halt scheiße. Ich glaube, ich würde dann sogar Leroy weiternehmen. Sorry, Musa. GG. Musa, Kanallegende. Mein Bruder. Musa, Legende, mein Bruder. Pass auf, Job, Habibi, wie du weißt. Ja. Viel Glück bei deiner Geschichte. Mach's gut, Musa, Bruder. Du hast eine Minute Zeit, Tato. 5, 4, 3, 2, 1, Zeit läuft. Hallo. Soll ich das Licht anmachen, damit du mich besser siehst? Ja. Hektik, Chat, Hektik, Stress. Puh, heiß. Aber nicht so heiß wie du. Ey, der Dickel. Ey, die ist noch an! Der Deckel. Ist alles gut drin? Die ist noch an! Die Kerze, ne? Die Kerze ist noch an! Mann, die war nicht echt. Ach so. Ja, ich dachte, ne? Alles gut. Die brennen noch Haus an. Wir haben nicht viel Zeit. Ich hab hier ein lukratives Business-Angebot. Was ist das denn? Kennst du, hast du selber. Was ist das denn? Was denn? Go. Ich seh leider nicht so, man sieht es nicht so genau. Bitte nicht! Bitte, Chat, er sagt nicht das, was ich mir jetzt denke, was? Bitte GoPro? Nicht. Ja, GoPro. Lukratives Business-Angebot für dich. Einmalige Chance. Ich hab hier das Equipment oben. Bitte nicht, bitte Filmchen. Nicht. Ich hab das Equipment unten. Für die Industrie. Was sagst du? Ja oder nein? Nein. Sehr gut. Du hast den Test bestanden. Du bist keine Lampe. Sophie, weiter, ja, nein. Sehr stark. Eine Minute ist um. Okay, Tato, hau rein, mein Bester. Pass auf, Joff. Leider nein. Ja, bin ich jetzt weiter, ja oder nein? Nein, leider nein, Bruder.
Hey. Eine Minute 15, let's go. Hey, Sophie, wie geht's dir? Hey, gut. Er hat sich umgezogen. Die anderen Typen waren nicht so krass, ne? Ja, war okay doch, waren okay. Also, weißt du, ich hab's sehr gut gefunden, dass du mich weitergelassen hast, deswegen habe ich ein Geschenk für dich. Oh, danke schön. Ist so eine Kette für unser nächstes Treffen. Also, wenn du mich weiterlässt, könnten wir unser Date sogar in echt machen. Und ich habe auch schon überlegt, was wir am ersten Date machen können. Du kommst auch aus Polen, ne? Nein, ich bin in Berlin, also ich bin in Deutschland geboren, aber meine Eltern sind beide polnisch, genau. Isst du auch so polnische Gerichte? Ja, sehr gerne. Wenn du mich weiterlässt. Pfannkuchen? Meinst du so eine Schnitzel einfach oder was meinst du? Ja, sowas, ja genau. Ja? Also ich hab das mal gegessen, das sind so polnische Pfannkuchen, das ist so eine Füllung, so eine süße Füllung. Ah, meinst du so flach aber oder meinst du so diese... Das ist schon so rund. Ach, warum redest du über Pfannkuchen? Ja, sowas in der Art, ja Mann. Also sowas würde ich halt gerne mit dir essen beim ersten Treffen, unser ersten Date halt. Wärst du da und wärst du dabei? Das ist lecker, ja. Wärst du nicht dabei mit mir so essen, so Treffen? So. Was sagst du, Sophie? Hat mich jetzt nicht ganz überzeugt. Aber das Essen könnte ja bleiben und das ist ja ein bisschen schwer, eine Minute. Ist das richtig. In Chat. Ja, da hast du natürlich auch wieder recht. Vier darf ich aber nur weiterlassen, leider. Kannst du mich weiterlassen. Vertrau mir, das Essen könnte bocken. Ich habe auch andere Geschenke für dich. Ich bin leider nicht käuflich. Nein, das ist unbedingt. Aber ich mag so Geschenke, Menschen so Geschenke zu geben. Ja, das fühle ich. Ich bin selber aber so Geschenke bekommen mag, also so ist immer ein bisschen weird. Ich bin so ein Geschenkgeber so. Ja, ach, sorry, ich glaube nicht. Scheiße. Es tut mir so leid. Aber ich hab sogar Musik, ich hab sogar Gitarre. Ich wollte sogar für dich Musik spielen. Spiel mal, Bruder, vielleicht kannst du dich retten. Ich wollte es für die nächste Runde machen. Nee, jetzt ist all or nothing. Musst du jetzt machen. Ja, all or nothing, Bruder. Wenn es überzeugt, dann weiter, oh. Bruder. Oh, Sophie, du bist meine einzige Liebe. Ist das Wristchat? Ist das Wrist? Ich will mit dir die ganze Welt übernehmen. Game ist Game Chat. Oh, Sophie. Mit Schreien ist crazy. Mit dir will ich um die Welt reisen. Mit dir will ich heiraten. Das ist crazy. Und dann können wir später noch viele süße Lightskin-Kinder bekommen. Der sagt süße Lightskin. Dani, bist du noch da? Okay. Ja, Sophie, natürlich. Geil. Was sagst du, Sophie? Oh, das war schon sehr herzerwärmend. Ich habe auch andere Sachen für dich. Tschüss, wie tryhardest du, Bruder? Er hat tausend Sachen vorbereitet. Es tut mir leid, ich kann dich nicht weiterlassen. Scheiße. Aber danke und deine Mühe. Du kannst uns aber zum Abschluss ganz schnell sagen, wie man im Flugzeug drücken kann, mein Bruder. Einfach fürs Ambiente. Im Flugzeug? Okay. Jetzt ist das hart für mich, wow. Wow, okay. Ich glaube, das war's mit den Tricken und so. Ja, let's go. Jetzt Sophie hat mich ehrlich schon gehartet. Oh, alles gut, danke. Es tut mir leid. Ja. Er hat einen Hund. Nein, was macht er? Nein. Doch, er hat einen Hund. Oh mein Gott, nein. Aber er ist auch stumm. Scheiße. Warte, sagt er. Oh, was für ein Feini. Das ist clever, Chat. Das ist wirklich clever. Ich dachte, ich bringe ein bisschen was. Nein. Das ist ganz süß. Nein, bitte komm. Ein Feini, Chat. Ich bringe Beruhigung rein nach dem Stress gerade. Ja. Linus, eine Minute 15, let's go. Du weißt Bescheid, let's go. Also es wird für dich schwer in meinem Leben, weil meine Mutter und diese junge Dame sind schon sehr wichtige Frauen in meinem Leben. Aber bei dem guten Aussehen, glaube ich, kannst du dich einreihen. Ich habe gehört, das ist wahrscheinlich dein letztes E-Date. Ja. Mir geht's nämlich genauso. Ich habe lustigerweise ein Gedicht vorbereitet und okay. Ja, die erste Zeile passt da perfekt dazu. Ich würde es einfach mal vortragen. Bin ein bisschen nervös, deswegen nicht wundern. Okay, fuck, das wird cringe. Eigentlich wollte ich meine E-Date-Karriere beenden. Keine Zeit mehr für Frauen im Internet verschwenden. Ich machte schon bei vielen Formaten mit. Keine Ahnung, was mich dazu ritt. Doch als ich Daniels Insta-Story sah, war mir von Anfang an klar. Ein letztes Mal muss ich die Challenge annehmen und muss mich nicht mal dafür schämen. Denn eine so wunderschöne Frau nimmt teil, mit traumhaftem Style, deren Charakter ich kennenlernen will und mit welcher ich hoffentlich nach dem Stream privat als Gewinner chill. Er hat gewartet, bis ChatGPT fertig generiert. Sehr gut, nee. Sehr gut. Ich wollte irgendwas Schnelles noch dichten, so weil die anderen alle einen Song machen. Hast du das gerade schnell gemacht? Ja, ja. Das mit diesen E-Dates stimmt auch, weil irgendwie, ja, es waren immer nur, ich habe auch schon ein paar Mal mitgemacht, das waren immer so, hier auf dieser blauen Seite unterwegs waren so Frauen, also so komische. Ich finde das voll sympathisch heute mal, so jemanden, der einfach wirklich sympathisch ist, so, weißt du? War immer so ein bisschen Joke, aber bei Daniel habe ich direkt geschrieben, weil ich dich gesehen habe, dass ich mitmachen will. Und der Timer ist durch schon, Linus. Kannst schon direkt raus an, Sophie. Wie heißt dein Hund, aber deine Hündin, sorry, denn sie? Rosa. Wie alt ist sie? Fast ein Jahr jetzt. Oh, hey, noch voll klein, Bibi. Ja, süß, klein. Ja. Was sagst du, Sophie? Ja. Aber es, mal abgesehen von meinem Hund, es geht ja um mich, ne? Also. Ja, sorry. Ich bin nein, also nee, du sollst dich nicht vom Hund beeilen. Ich liebe Hunde, weißt du? Deswegen, ja, also, ich bin voll Hundemensch.
Ja, weiter doch. Okay, krass. Der erste Finalist. Let's go. 1 Minute 15. Let's go, mein Bruder. Okay, du meinst es. Okay, die Zeitschrift zeige ich einfach am Ende. Okay, was ich noch fragen wollte. Du bist, wie groß nochmal? 1,77, ne? Mhm. Hast du irgendwie schon mal Basketball oder so gespielt? Irgendwie irgendwas sowas? Es ist nicht mal böse gemeint. Es ist wirklich eine gute Frage, weil es ist perfekte Größe und so. Nee, ich habe Volleyball nur gespielt. Volleyball? Das ist so der einzige Sport, der dich so interessiert jetzt? Hat mich früher interessiert, jetzt auch nicht mehr so. Also, okay, und welcher Sport interessiert dich? Ich gehe nur ins Gym. Ansonsten, ich gucke jetzt keinen Fußball oder so eigentlich. Also, dich juckt keinen Sport so? Auf den. Nicht wirklich, ne. Hast du irgendwie heute so einen schlechten Tag, weil du bist irgendwie so... What the fuck? Brauche ich nicht, nein. What the fuck? Okay? Ja, okay. Nee, weil du warst voll so, du dachtest so, dass ich voll der Perverse bin, weil ich wissen wollte, ja, wo du draußen stehst. Bruder, was geht denn hier ab? Okay. Ja, ich zeige einfach meine Zeichen, weil ich glaube, wir sind schon über der Zeit. Mies nicht, ja, noch 10 Sekunden. Ich habe so, aber die Zeichen so ist ein bisschen so weiter so vorangegangen. Und ich werde jetzt nicht mehr weiterzeichnen, aber wenn du diese Zeichnung irgendwann einfach komplett sehen willst, komplett so, kann ich dir dann gerne persönlich... Aber Bruder, sie ist nicht dry. Was soll sie denn sagen, Bruder? Die Fragen sind ja tot. Ich küsse dein Herz. Bis jetzt, ich finde Sophie super. Das wäre dann mein Call. Time is up. Was sagst du? Ich muss sie leider rausmachen. Oh. Schade. Anni, ich würde am liebsten gar nicht reden. Also, sondern den Song am besten für mich so. Mach, Broski, mach. Ich weiß ganz genau. Du weißt selbst so. Außer mir ist keine Option für dich. Ich bin das, was du gewollt hast. Der eine andere hier. Hat eine Nase. Alter. Sie ist größer als mein Schwanz. Also entscheide ich weise. What the fuck? Ich bin das, was du gewollt hast. Bin ein Lightskin-Nigger mit Dread. What the fuck? Kommst du mit ins Bett? Bin zwar medium ugly, doch glaub mir ja besser als der Rest. Für dich mach ich alles, gehe, wenn's sein muss, sogar Rest. Und willst du mich raus, wirst du gepresst. Yeah. Sophie, zusammen auf ein Date beim Gerichtstermin. Deine What the fuck? Reicht für mein Dopamin. Und ich will das Schelm aus der Ritze ziehen. Dort, wo es nach ein paar Tagen miet. Ja, ich bin ein Freak. Und leck an deinen Füßen wie ein Crazy Dip. Du liebst meine Art, ich lieb deine Tits. Also komm, girl, ja, und jetzt wird gefickt. Okay. Macht mal Lärm, ey! Haben wir das gut gehört? Ja, yeah, ja. Das ist so ein bisschen so R&B-mäßig. So. I get it. Mhm. Young Nelly, bro, I know. Ja, ja. Young Nelly, okay. Was sagst du? Der Anfang, also der Anfang war ja okay so. Und dann wurde es irgendwann so ein bisschen... Also ja, so diese R&B-Schiene, weißt du, das ist immer so ein bisschen so zum Tanzen und so. Ja, was nein, auch, ich meine rein von der Lyrik, weißt du, also was du da... Das war jetzt... Mir ist gerade noch aufgefallen, der Song war noch nicht ganz zu Ende. Da geht noch, wenn du nochmal reingehst in den Stream, da ist nochmal so noch ein zweiten Part, weil ich dachte mir so, der erste wird dir vielleicht nicht so gut gefallen, deswegen... Der zweite soll bei dir rein, Bruder, spiel ihn doch direkt ab, du Geistkranker. Ja, ich hab nicht dran gedacht. Nicht drück dran auf gedacht. Dieses Doppel. Bist du noch in diesem Stream drin, Sophie? Ja, ich sehe das noch. Ich okay, das let's noch. Go. Tut mir leid. Okay, weiter geht's. Kein Stress, kann. Vor der Konsole entwickel Symptome, die Server sind down. Spiele schon Fortnite in meinem Traum. Seit 20 Jahren kein Kontakt mit einer Frau. Ich bin so horny, willkommen sein mit Stau. Doch bleibe ja weiterhin schlau. Und setz das Kreuz bei Blau. Ich will einfach nur raus. Aus diesem Land die Sachen gepackt. So viel komm, sag mir, wie's nur mit. Ich nehme alles im Mund, dein Fuß, dein Ass, dein Ohr, sogar die Tits. Uns gibt's nicht alleine, wir gehen zusammen, als wären wir ein Twix. Und nur 20 Euro mutiere ich zu einem Freak in Novität. Ich will Lichtschiss, ich will Fickschiss und das nur mit dir. Deine Augen sind am Funkeln, so wie ein Saphir. Also komm Sophie und ride ja in meinen Beamer. Scheiß auf Arno, denn der fährt einfach nur einen Fiat. Oder C12 mit nem Blablacar. Gestern meine Ex, sie callt mich, fragt, ob ich der Vater war. Doch so viel, ich geh nicht ran. Ja, mein Faun auf D&D. So viel kannst mir glauben, ja für dich scheiß ich sogar noch auf sie. Auch Sabrina und Amelie, Selma ohne Emily. Sarah, Lara und Tamara, doch die letzte hat Lindy. Als wäre sie ein Ali. Ja, ich war horny, drückte sie. Doch ich hoff, du kannst verzeihen. Kannst du das, Sophie? Ja. 5. April, Woo!
Okay. Ja, genau. Wow. Woher der Switch? Ja. Shoutouts an Notches, Bro. Crazy. Ja, genau. Shoutouts an Notches, so falls ihr noch mehr Musik hören wollt. Crazy. Okay, Sophie, was sagst du? Jetzt müssen wir einen Cut ziehen. Ich muss sagen, an sich war es ja wirklich nicht schlecht. Es war so ein bisschen groovy und so, aber ich fand halt den Lyric, also so die Lyrics manchmal ein bisschen viel. Ist ja künstlerische Freiheit, ne? Ja, also das ist so, ja. Ja, musst du entscheiden, Sophie, alles gut, kannst jetzt cut, ja oder nein? Hast du bemerkt, dass ihr auch so ein Zukunftsbild von uns beiden schon so habt? Das ist crazy. Ey, das habe ich nicht gesehen, oh mein Gott. Das ist low-key crazy, Chat. Ich bin nämlich auch nebenberuflich tatsächlich jemand, der die Zukunft liest. Und das habe ich dann ganz schnell so aus meinem Kopf auch rausgezeichnet. Also das ist nicht gedruckt oder so, das ist gezeichnet, weiß man das. Ich glaube, man sieht es nicht so gut, aber ja. Sophie, was sagst du? So sehe ich uns. Was sagst du? Ich bin zwiegespalten. Kann ich ihn erstmal noch so im Hinterkopf haben? So nicht ja, nein? Ja, okay, gebe ich dir. Geht das? Ja, geht das. Du hast bis jetzt eh nur einen weiter, da machen wir Spannung, alles gut. So, easy, ich lasse dich mal alleine. Bist du der Anzeigenhauptmeister? Ich bin sein Cousin, ja. Ich habe eine direkte Frage an dich, okay? Wie stehst du zu Verbrechern? Wie stehe ich zu denen? Ja, was hältst du von denen? Was hältst du von Leuten, die das Gesetz brechen? Ja, kommt drauf an, was für Gesetze. So, wenn du jetzt zum Beispiel klassischerweise du auf dem Gehweg bist, ne? Du willst geradeaus laufen. Ja. Aber da behindert dich was. Stört dich das nicht? Das ist so krass. Da brauche ich halt drumherum, weißt du? Ja, aber muss nicht sein. Ich finde das so schlimm. Also wenn du ein Ziel hast und das vor Augen hast, zum Beispiel, was willst du mal werden? Das ist eine schwierige Frage. Guckt euch eigentlich auf, einfach nur so mit glücklich so erfüllt, weißt du, würde ich sagen. Ja, aber so, wenn du dir, man geht immer so das Szenario durch, was würdest du gerne sein wollen, wenn du weißt, dass du nicht scheiterst? Wenn du willst, man weiß, okay, die gucken gerade viele Leute zu, das kann auch sein, dass es dir unangenehm ist, was du sein willst. Das Fahrradschloss am Hals! Ich schätze mal, bei deiner Art, die du auch rüberbringst, willst du jetzt kein OnlyFans-Model sein? Ja. Ich nicht. Aber wenn du jetzt so wirklich pauschal sagen würdest. Ich liebe Omet, ne? Selbstständig sein wahrscheinlich. So, ja, dass ich so mein eigener Boss so mäßig bin, weißt du? Dass ich so selber meinen Tag strukturieren kann. Yeah. Das ist cool. Ja, und wenn da eine Herausforderung vor dir liegt, wäre es nicht schön, dass du dieses Ziel einfach ohne Probleme erreichst? Schaden. Ja oder nein? Schaden. Ja, safe. Ja, also, und dafür kämpfe ich, dass Leute ihre Ziele erreichen können, ohne drumherum rumgehen zu müssen. Dafür bestehe ich mit meinem Fahrrad hier und sorge dafür, dass du sorglos durch das Leben kommst. Diese also Kopfhörer, ne? Die Kopfhörer, Bruder, ne? Anzeigenhauptmeister oder so, genau. Anzeigenhauptmeister, ja, genau. Das ist schon süß. Ja. Ich sorg dafür, dass es dir gut geht. Das ist süß. Ja, das ist schon eigentlich was Schönes so an sich, weißt du? Das hast du clever gemacht jetzt. Aber? Was sagst du, Sophie? Ich finde das auch viel krass. Ich find's auch Wahnsinn, wirklich. Also ich komme straight up direkt von der Arbeit. Du glaubst nicht, was ich hier für einen Aufwand geleistet habe, damit ich dich noch kurz sehen kann. Also die ganzen Pisser hier sitzen ja irgendwo vor dem PC, haben wahrscheinlich 3 Big Macs oder so vorher gegessen. Aber ich und du bist am Ackern. Ich war am Ackern? Für wen? Sag's mir. Nicht oder was, ja? Der flottet einfach die anderen Jungs. Deswegen, ich glaube, das sollte man appreciate. Ja, safe. Okay. Was sagst du, Sophie? Sag da auch mit dir zu. Ja, nein, fürs Finale. Finale? Ja, du hast dich vorgeschmuggelt so mäßig. Du bist schon... Ja, du hast eine Runde geskippt, Bruder. Stark. Was für Loser, Digga, die da vorausgekommen sind. Ja, Bruder, ich... Er hat Loki recht. Er steht hier mit so einem... schon mittlerweile, was für eine Stellung ich hier habe. Er ist hier mit so einem Fahrradfahrer-Ding. Also wer, dass ich einfach so eine Runde skippe. Das stimmt, ne? Ich habe keine Ahnung. Prius. Bist du ein Kumpel von Dani oder was? Er hat Prius. Also, ist so ein Kumpel von dir? Ich schätze einfach meine Arbeit, deswegen. Nicht nur Kumpel, sondern ich würde schon fast Bruder sagen. Also, ich fand es jetzt halt schon lustig, so, ne? Denkst du dir was Nächstes dann nochmal was aus, oder wie läuft das? Achso, du denkst, das ist irgendwas, was ich mir ausgedacht habe. Nee. Also, leicht. Also, ich spiele ja gerade nichts vor. Es ist ja das, was ich bin gerade. Was sagst du, Sophia? Mhm. Nein, komm. Achso, sie denkt, ich bin ein Clown. Ja, doch, ist so. Nein. Warum bist du so unentschlossen? Entscheidungen musst du so treffen. Wenn ich dir gefallen, dann nein. Wenn ich dir gefallen, dann ja. Wenn nicht, dann nein. Du hast mich schon sehr zum Lachen gebracht, weißt du? Deswegen. Ja, also, du musst entscheiden. Er presst die einfach. Und viel Selbstbewusstsein. Er presst die einfach. Okay, dann mache ich dich sogar weiter. War das jetzt ein Weiter? Ja, ja, das war so ein zweites Weiter. Moment!
Let's go. Sophie, du hast mich nicht gefragt, aber ich sag's dir gerne. Ich komme aus Ghana, ne? Und das ist ein traditionelles Gewand aus Ghana. Crazy. So einfach mal so, weil du auch aus Polen kamst und nicht sonst fandest. Aber jetzt weniger zu mir, mehr zu dir. Ich habe eine Frage, ja. Es kann auch ein bisschen tiefgründiger sein, wenn du nicht antworten willst. Antworte ruhig nicht. Was ist ein Erlebnis, was dich in dein Leben geprägt hat? Ein Erlebnis? Wo du sagst, ja genau, wo du sagst, okay, das ist eine Sache, die hat mein Leben entscheidend geändert oder sonst irgendwas, so eine Entscheidung oder sonstiges. Mhm. Weißt du? Wäre crazy zu sagen, ja, wenn der Gewand ausziehen soll? Ich würde einfach sagen, letztes Jahr, wo ich nach Australien geflogen bin. Und was da genau? Selbstständigkeit oder? Ich würde sagen, einfach, es hat mich als Mensch so weiter, okay. Weißt du, so. Okay. Wachsen lassen, so. Mhm. Genau. Würdest du sagen, du bist mehr ein extrovertierter oder introvertierter Mensch? Also so. Boah, es kommt auf Leute drauf. Ja. Es kommt drauf an, in welchen Kreisen ich mich bewege, so, weißt du. Mhm. Wenn ich mich sehr wohlfühle, dann bin ich sehr so extrovertiert. Okay. Aber wenn ich halt so, weißt du, noch nicht genau weiß, yeah, dann bin okay, ich eher okay. So steil und so, genau. Aha, also. God damn, das war die Minute. Guck mal, zeig dir das. Leroy, ganz kurz noch zum crazy. Schluss. Kannst du dein, also was, wenn du das, kannst das Gewand ausziehen? Ist da was da drunter? Ich hab einen Wecker gehört, deswegen, ne? Ja, ich weiß. Achso, ja, ich weiß. Ich wollte fragen, ja. Bruder, kannst du das Gewand ausziehen oder was da drunter? Ich weiß nicht, wie das. Nein, also das Ding ist, also erstens habe ich es an, weil gestern war International Independence Day in Ghana. Also okay. Vor 67 Jahren wurden die Ghana von den Engländern befreit, deswegen habe ich es an. Aber man trägt es traditionell unten ohne so, deswegen ich hab's jetzt auch unten ohne so, aber. Echt? Ich glaube, ja, ey, Chat, ich glaube, der lügt. Zeig mal, Bruder, der lügt, glaube ich, Chat. Nein, also, weißt du, so, vielleicht Daniel so privat. Ding, nein. Sophie, was sagst du, ja oder nein? Ja, doch. Halle, Leroy, Finale. Bei dir rein. Easy, alles klar. Okay, Sophie, du hast ja vorhin gesagt, deine Lieblings-3 Artists, das sind Travis Scott, Drake und wer war's noch? Kanye. Du hattest ja Geburtstag. Ja. Am 27. war das? 2. richtig, ja. Genau. Und ich würde dir gerne dieses Bild schicken von Travis Scott, weil du gesagt hast, dass du den eigentlich relativ cool findest. Das ist crazy. Und ich habe noch was vorbereitet. Ich würde dir kurz einen Song performen von Reezy, One Night in Paris, weil das ist unser erstes Date, wo wir hingehen natürlich. Und ich kenne den Song tatsächlich, ja, ich war auf dem Reezy. Kann ich ihn performen? Ja. Ja, okay. Ich kenne den Song. Okay. Ich war letztes Jahr auf dem Konzert. Warum schaust du öfter auf meinen Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich so viel. Das ist nicht Reezy, Chat! Hab ich meine Freizeit geopfert. Wir das haben ist nicht Reezy! Wir haben gezockert von Freitag bis Sonntag. Hab ich dich geliebt, Sophie? Bin für dich da. Damals waren wir am Tisch, Mann, bist du am Tisch, ficken nicht mehr, aber sowas hast du nicht verdient. Das ist nicht Reezy, Chat! So wie es aussieht, haben wir nicht dieselbe Sprache gesprochen. Ich wollte doch trotzdem eine Französisch machen mit dir in Paris. Ich kann dir nicht sagen, was auf meinem Herzen liegt, denn alles, was da liegt, ist viel Staub. Du hast 2 Gesichter und auf beiden machst du Facetune. Sag mir, wie soll ich dir trauen? Ich habe keinen Platz für deine Spiele. Ich habe dafür leider keinen Spielraum. Und egal, was du versuchst, du bist ein offenes Buch. Trotzdem warte mal, er kann einfach die Gelöbnis komplett. Du willst alles von mir haben. Schluss! Wenn du die brauchst, du schweißt deinen Namen. Jeder so wissen, wo ich lauf, also mach ich die Musik laut. Dietam! Dietam! Nochmal? Oha! Dietam! Okay, Kevin. Ich hab auch eine Brücke. Ja. Stark, Bro. Sehr, sehr stark. Sophie, was sagst du? Ja, nein, Finale. Du hast noch Netto nur im Hinterkopf, ne, dass du weißt. Also warte, ich hol ihn auch kurz rein, damit du Ding. Ich wollte noch was sagen, Sophie. Sag ruhig. Ja. Bevor, also, ich verstell mich halt nicht. Ich bin einfach immer so eine positive Person und das bin halt einfach ich. Bester Mann. Ich hab ihn schon in Real Life getroffen. Also. Ist ein Lieber. Kann man noch was sagen? Oder? Naja, ich würde einfach so, Sophie, wer von den beiden würdest du sagen, Finale für dich? Kevin oder nur? Ich würde mich für Kevin entscheiden. Dankeschön. Okay, Jungs, so, stark. Ich will jetzt ganz klassisches, knackiges Finale. Ich möchte jetzt, dass ihr alle, guck mal, Sophie, hast du eine Frage für dich ready, die dir wichtig ist? Die Jungs müssen das alles beantworten. Hast du dir vorher keine Notizen gemacht, oder was? Warte doch, ich hab was. Was ist für dieses Jahr so euer persönliches Ziel? Ich höre gerade niemanden. Mach einfach, Kevin, mach. Okay, also mein persönliches Ziel ist auf jeden Fall, dass ich noch dieses Jahr anfange mit YouTube und Twitch. So das anzufangen, weil ich eigentlich sowas wie Stream und so sehr cool finde. Weil dann kann ich den Leuten meine Persönlichkeit zeigen, so wie ich bin. Und ich bin einfach so ein offener Mensch und guck mal, der will nicht lachen, Chat. So den Leuten auch sagen, dass so lachen, gute Spots sind zum Beispiel, wo sie dann hinreichen können, wenn sie das nicht so, noch nicht so sicher sind. Auf den. Und halt so sehr viel auf Festivals gehen. Ich will auch wieder aufs Open Air Frauenfeld Festival gehen, meinen Jungs. Und andere Ziele sind halt einfach, meine Mama stolz zu machen, meine Ausbildung zu schaffen. Als nächstes am Samstag hole ich mir auch wieder ein neues Auto, weil mein Auto kaputt gegangen ist. Ich hatte einen Autounfall. Shit. Ist nichts Schlimmes passiert. Also nur ein bisschen gegen den Sitz gepresst, aber. L-Driver. Ist nichts Schlimmes, aber versuch so wirklich für meine Eltern stolz zu machen. Das ist einfach mein Ziel. Also, weil Familie ist für mich alles. Ich mache einfach weiter. Ich glaube, also es ist nicht nur dieses Jahr das Ziel, so das allgemeine Ziel, dass man sich selber besser noch kennenlernt.
Ich weiß nicht, das klingt ein bisschen komisch, aber ich finde das voll wichtig. Und ich würde einfach so die Zeit genießen. Also das ist so ein Ziel, dass man halt alles mitnimmt, so was man mitnehmen kann. Viel Zeit mit Freunden verbringt, auch Familie, weil das geht auch schnell vorbei. Und neben, dass ich mich kennenlernen will, will ich natürlich dich auch noch kennenlernen dieses Jahr. Ey, Bruder. Okay, scheiße. Scheiße. Okay. Leroy, okay, ich mach dann... Ja, genau. Bei mir ist einfach so das Ziel, aber es ist schon das ganze Leben lang so gewesen, dass ich einfach, sag ich mal, meine Eltern mehr oder weniger stolz mache, weil die sind Amerikaner, hier nach Deutschland rübergekommen. Mein Vater war da 14, konnte die Sprache nicht, musste in die Schule und so weiter und so fort. Und ja, das Leben, was sie mir heute so ermöglicht haben, versuche ich denen so schnell wie möglich wiederzugeben. Also, weißt du, ich meine, mich irgendwo zu revanchieren, auch wenn ich nicht muss. Zum Beispiel bin ich da mit meiner Mutter nach Wien gegangen, sowas zum Beispiel. Und natürlich gucke ich ja auch da, dass ich irgendwie eine Familie aufbaue und dann halt eine super Frau wie dich kenne. Also mein Ziel ist eigentlich recht allgemein gehalten, und zwar bin ich von Stadt zu Stadt unterwegs, so eine kleine Tour, und will wirklich so in jeder Stadt. Also das klingt jetzt wirklich groß gedacht, ne? Aber ich will in jeder Stadt und eine Gemeinde eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit melden. Jetzt irgendwie Eltern stolz machen oder so ist nicht in meinem Petto, weil die eben sich auch an gewisse Ordnung und Gesetze halten müssen. Und da... Das ist crazy. Da drücke ich auch keine Augen zu, muss ich sagen. Das ist crazy. Ich bin da sehr straight in meinem Weg. Ich weiß nicht, ob dir das gefällt oder nicht. Ey, das ist zu viel. Okay. Jetzt machen wir es so. Die Jungs werden jetzt eine Frage an Sophie stellen, ganz kurz. Also du musst dann auch entscheiden, so welche Frage für dich am coolsten war. Ja, ja, Kevin, du, der sich meldet, genau. Okay, ich habe eine Frage an dich. Wenn du an einen Ort zurückgehen könntest, welcher Ort wäre es? Also welcher Ort, ja genau, ein wichtiger Ort, also was für dich so wichtig ist, wenn du das erzählen willst. Oder für mich wäre es jetzt Dick McDonald's, wirklich Todhunger. Was für eine schwere Frage. Ja, ist schon sehr persönlich auf jeden Fall. Ich kann auch noch eine andere stellen, wenn es zu persönlich ist. Ja, stell mal eine andere, ist vielleicht besser. Bist du in einem sehr guten Verhältnis zu der Familie? Weil das ist mir eigentlich ja, sehr wichtig. Doch. Sind deine Eltern noch zusammen oder sind die getrennt? Ja, also ja, die sind zusammen. Ja, das war meine Frage. Okay. Ey, wichtig. Was muss man machen, wenn es dir schlecht geht, um dich aufzumuntern oder keine Ahnung was? Boah, also ich mag nicht so Mitleid. Also weißt du, so wenn man so bemitleidet wird oder so. Für mich war das auch früher voll schwer, so in den Arm genommen zu werden, so von Freunden oder so. Also richtig komisch. Ich glaube einfach so, manchmal braucht man einfach jemanden, der so dich nicht versucht, noch so hoch zu pushen oder so. Also klar ist wichtig und so, aber manchmal braucht man einfach jemanden kurz, um so diese Trauer so zu verarbeiten oder irgendwas, weißt du? Also einfach so grounded so mit dir, genau. Wenn dir Sachen bringt, so wie, keine Ahnung, irgendeine Schoki oder so. Ja, Schoki ist so sassy. Dass die Person sich so interessiert. Schoki allem, weißt du, ist crazy. So zeigt, okay, so, du bist mir wichtig, so weißt du, genau. Ja, safe. Ja, ja. Schoki, das finde ich verrückt. Auch richtig gut. Leroy, jetzt du, Bro. Leroy, mach du erstmal. Leroy, okay, ja, okay. Leroy und dann ich. Okay, ja, okay. Dann machen wir so. Ich hab eine ganz kurze Frage. Wie sieht es bei dir mit Familienplanung aus? Hast du da Kinder im Kopf oder sonstiges so wie... Wie denkst du so in 10 Jahren? Also noch bin ich ja 21, also noch ja, in 10 Jahren Prognose. Also ich hätte schon so gern 2 Kinder, vielleicht sogar 3, 2 Kinder so. 2 Kinder finde ich cool. Okay, und was für so Mädchen, Junge? 2 Boah, Jungs. Das ist halt doof zu sagen immer, aber ich wäre voll so... Ein Wunsch. So sag ich mal. Ja, naja, so großer Bruder und eine kleine Schwester ist süß. So. Okay. So, das finde ich schön, so weißt du? Jetzt kommt noch mal. Okay, verstehe. Alles klar. Meine Frage ist eine sehr wichtige für mich. Was ist für dich das ekligste Wasser auf dem Markt? Stark. Das ekligste Wasser? Stark. Ja. Starke Frage. Geroldsteiner. Yes. Stark. Ist gut? Hä? Ist das eine gute Antwort? Geroldsteiner ist nicht gut, nee. Ja, safe. Das ist fatal, nein. Ja. Stark, wichtig. Okay, sehr stark, sehr wichtig. Ich habe mich ein bisschen zu sehr gefreut, sorry. War da zu sehr. Wegen was? Wegen Geroldsteiner. Wir werden es jetzt erstmal so machen. Du votest jetzt erstmal 2 Jungs schon mal raus. Ich glaube, ich müsste einmal den... Bitte Omid, bleib drin. Omid rauswählen. Und Kevin. Sorry. Aber danke, dass ihr dabei wart. Ja, warum? Aber sag mal kurz. Ich habe jetzt nicht viel von dir kennengelernt, weißt du? Ja, also. Dann ist es schlau, mich rauszuwählen. Dann ist es ja schlau, mich rauszuwählen. Naja, deine Frage war jetzt auch nicht so persönlich, weißt du? Also, für mich schon. Deswegen. Okay, super, Sophie. Ich wünsche dir trotzdem ein sehr angenehmes Leben. Also jetzt die letzte Runde, Jungs. Und das ist jetzt, es geht auch knackig, ne? Ich möchte jetzt, dass Linus und Leroy, ihr sagt jetzt einmal, warum ihr besser als der andere seid. Okay, also ich will jetzt nicht dieser Fitnessstifter sein oder sonst was, Linus. Deswegen, nicht, dass du denkst, dass es jetzt ein Angriff ist. Das ist jetzt nur die Aufgabe. Warum ich denke, dass ich besser bin? Ich glaube, wir connecten eigentlich ganz gut so auch, dass du jetzt meintest, dass
dass du auch öfters in Frankfurt bist und ich da auch so ab und zu in Berlin bin. Und ich glaube, so auch so vom Reden jetzt on cam, würde ich sagen, dass unser Gespräch auch sehr gut war. Was ich mehr gebe als Linus, ich würde sagen, ich bin allgemein haltsamer, würde ich sagen. Ich würde dich so mehr zum Lachen bringen und sonst was. Und ich würde aus dir so, sage ich mal, dieses Introvertierte, wo du, was du noch bei Leuten hast, die du noch nicht so kennst, würde ich direkt rausbringen, dass du extrovertiert bist. Weißt du, glaube ich. Okay, krass. Okay, Linus, also ja, würdest du sagen, dass er unterhaltsam ist? Ich weiß jetzt nicht, weil ihr habt mich auch gut verstanden. Schwierig. So. Ja. Nee, also ich würde schon sagen, ich bin ein lustiger Typ. Ist jetzt halt schon ziemlich, also ist jetzt schon eine Ansage, ne, wenn er sagt, dass er unterhaltsamer ist als ich. Aber wenn er das so meint, ist ja okay. Letztendlich ist das ja deine Sache, ob du mich unterhaltsam aber findest oder nicht. Also, aber stimmt nicht so. Ich finde aber so, also grundsätzlich, auch wenn ich jetzt gerade wie ein Idiot aussehe, so alles, was ich so gehört habe, ich weiß nicht, das ist voll krass, aber ich fühle das alles. Ich bin auch so halb introvertiert, halb extrovertiert. Also wenn ich so in der Gruppe bin, so ich laber mit jedem, freunde mich mit jedem an, aber ich muss erstmal in die Gruppe kommen. Ich gehe, mache Fitness eigentlich. Das ist so das Einzige, was ich so aktuell mache. Neben Social Media. Ich habe einen Hund. Social Media? Ja, auch. Was machst du? Boah, gerade Selbstfindungsphase mache ich. Ich habe mein Content geswitcht, deswegen, keine Ahnung, ich habe so Ommel-Videos gemacht, weiß nicht, ob du es kennst. Ah, ich doch, also dieses sehr, so auch so. Ja, aber ich bin ein bisschen erwachsener geworden, deswegen habe ich damit aufgehört, weil ich finde das ein bisschen cringe so. Ich weiß gar nicht, ich will mich nicht verteidigen. Letztendlich ist ja das, was du gesehen hast, das, was dir zur Entscheidung bringt. Und wenn ich dir jetzt irgendwas vorhalte, was vielleicht auch gar nicht stimmt oder so, dann ändert das ja nichts an deiner Entscheidung. Sophie, aber ich bin auf jeden Fall lustiger als er. Okay, lustiger, also okay, alles klar. Sophie, wer spricht dir so äußerlich mehr zu? Darf ich eine Frage stellen? Ja, Sophie, natürlich. Danke, Daniel. Okay, ich habe so persönlichere Frage, und zwar, wann habt ihr das letzte Mal geweint und wieso? Das würde mich mal interessieren, wenn es nicht zu persönlich ist, so bei euch so. Ich kann anfangen, wenn du brauchst. Ja, mach ruhig. Ich gebe dir den Vortrag. Es ist lustig, ich bin überhaupt nicht der Typ, der weint. Ich habe auch noch nie geweint, wenn irgendjemand verstorben ist oder so. Das ist voll eine scheiß Eigenschaft. Ich habe das letzte Mal geweint, als ich hatte so ein Antibiotikum genommen. The Bro's the same. Ich sah dann so ein bisschen aus wie, ich weiß nicht, ob ich noch ein Bild finde, aber ich hatte halt so im ganzen Gesicht und Körper hatte ich so Ausschlag von dem Antibiotikum bekommen. Und es war ein Freitagnachmittag und ich bin jeden Arzt in meinem Dorf abgefahren und es hatte halt keiner auf und ich saß halt da und hatte ein fucking Leben gerade, weil mir ging es richtig scheiße. Da saß ich so im Auto, hab so eine Hotline gewählt, wollte so einen Arzt finden irgendwie noch in der Nähe. Es gab aber einfach keinen. So, ich hätte nur ins Krankenhaus können, wollte ich aber irgendwie nicht. Hab ich irgendwie geweint, weil, keine Ahnung, das war so ein scheiß Moment in meinem Leben. Aber warte, hab ich Leroy, richtig scheiße gefühlt. Leroy, was meinst du mit Lil Bro? Was zu Linus? Ich meinte, hast du den Vortritt, Lil Bro. Ach so, okay, Lil Bro, okay. Ja. War bei dir, Leroy, Antwort du? Und dann sind wir schon am Ende. Bei mir war es tatsächlich Lil Bro akzeptiert, ist crazy. Und zwar als... Also ich habe mir die Bänder gerissen oder ja, ich wurde umgetreten und wurden halt komplett, also Sprunggelenk, alle drei Bänder sind durch gewesen. Habe ich halt einfach vor Schmerz geweint, aber es waren zwei Jahre her oder sonst was. Genau. Vor zwei Jahren hast du jetzt mal geweint. Ja, also ich weine jetzt nicht so, ich bin zwar traurig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt weine oder sonstiges so. Weißt du, wie ich meine? Also so. Ey. Sophie, guck mal, wir sind jetzt einen weiten Weg gegangen. Du hast jetzt hier viele Leute kennengelernt. Es waren sehr saftige 2 Stunden. Hä? Ich hätte nicht gedacht, so lange lief. Ja, Sophie, erstmal danke. Erstmal vom Chat, auch Chat nochmal W und lass auch gerne Follow bei Sophie da. Danke, dass du mitgemacht hast. Nicht selbstverständlich. Sorry. Was? Warum lachst du? Was ist denn jetzt los? Alles gut. Okay. Du kannst einen wählen, Sophie, wo du jetzt sagst, ey, der hat das Ding nach Hause geholt. Okay, ich glaube, anhand so der Gespräche und Antworten auch so mäßig, die mir besser gefallen haben. Also ihr beide seid auf jeden Fall richtig cool, will ich nur schon mal so sagen. Keiner ist besser oder schlechter als der andere. Aber, boah, das ist echt eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich würde mich für Linus entscheiden. Linus im Dinosaurier-Kostüm, Lil Broad Leroy vor laufender Mannschaft. Leroy? Ja. Einfach, ich weiß nicht, diese... Der Vibe hat einfach mehr gecatcht. Check. Boah, crazy. Leroy. Also ja, auch mit diesem extrovertiert und so, weißt du, ich fand das halt cool, weil, also ich mag extrovertierte Leute, aber weil du so meintest auch, dass du dann so mich so mehr extrovertiert machst und so. Also so auf den, das war so ja, mehr. Oder ich will es nicht. Du hast ja schon entschieden. Also. Deswegen, ja, aber du bist, also, ist auch richtig lieb. Easy, du auch natürlich. Ey. Dankeschön, ja. Dankeschön. Leroy, mein Bruder, danke fürs Mitmachen, ja? Danke. Ey, pass auf, ciao, Bro. Pass auf, ciao, Bro. Ciao. Also, Freunde, lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo oder lasst ein Follow auf Instagram da und folgt auch gerne Sophie, ist in der Videobeschreibung verlinkt, ihr YouTube auch. Lasst natürlich Dankeschön. Auch immer gerne liebe Kommentare da, ist nicht selbstverständlich, dass sie mitmacht. Ist auch immer schwer, Frauen zu finden, by the way, die mitmachen, das wollte ich auch nochmal sagen, weil, ne, also. Das davon abgesehen, danke euch fürs Zuschauen, Freunde, danke für den Chat, kommt immer gerne live in den Stream dabei. Ihr wisst Bescheid, Freunde, ist am Sub, haut rein und macht's gut und ciao.